Hallo, wir sind das Native Power Team. Ich bin Heiner. Ich bin Ralf. Und wir sind heute hier zusammengekommen, um mit euch gemeinsam zusammen ein Crowdfunding- und Spendenprojekt auf die Beine zu stellen. Wir möchten gerne 4 ganz einfache und simple Technologien, die durch Muskelkraft herzustellen sind und zur Energieeinsparung beitragen, in den Himalaya bringen. Im Himalaya gibt es eine Region, die von einem Kloster betreut wird. Und zu dieser Region gehören 5 Dörfer. Und die Menschen dort haben mit sehr viel Umweltbelastung zu tun und auch mit sehr viel Krankheitsbildern, die sich im Winter einstellen. Die Umweltbelastungen haben damit zu tun, dass die spärliche Bewuchs im Himalaya, nämlich alles das, was an Bäumen und Büschen entsteht, über kurz oder lang im Feuerholz endet. Und dem muss Einhalt geboten werden. Und der zweite große Teil ist, dass viele Menschen in jungen Jahren bereits mit Blasen- und Unterleibserkrankungen zu tun haben, sehr stark von Gicht und Rheuma geplagt werden, weil die langen Meditationen in der Religion verankert im Winter zu diesen Krankheiten führen. Von Beruf bin ich Heizungsbauer und habe in den letzten Jahren mich intensiv darum gekümmert, energieeinsparende Maßnahmen für Endverbraucher zur Verfügung zu stellen, die wirklich individuelle Personen auch umsetzen können und die wenig Technologie und geringe Aufwendungen an finanziellen Einsatz mit sich bringen. Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit dezentraler Energieversorgung, die wir hauptsächlich im häuslichen Bereich einsetzen können. Unser Anliegen ist es, die dezentrale Energieversorgung nach Tibet zu bringen. Wir bauen einen Biomeiler, wir bauen eine Biogasanlage, wir bauen einen Holzgaskocher und zu guter Letzt stellen wir noch die Kochkiste vor. Was ist der Biomeiler? Der Biomeiler ist ein großer Komposthaufen aus holzigem Grünschnitt, der mit seinem biochemischen Vorgang Wärme erzeugt zwischen 50 und 70 Grad und das für 12 bis 18 Monate, sodass man diese Wärme über einen Wärmetauscher mit Wasser aus dem Biomeiler herausbekommen kann und einer ganz einfachen Fußbodenheizung zuführt. Und was ist die Biogasanlage? Die Biogasanlage ist eine Mini-Biogasanlage, in der durch Substrat aus dem Haushalt oder von Tiermist Biogas erzeugt wird, genauso wie wir das in Deutschland durch die großen Biogasanlagen kennen. Nur dass wir hier in einer Größenordnung arbeiten, dass ein kleiner Haushalt davon partizipieren kann. Und die Menge von Biogas, die erzeugt wird, reicht zum Kochen, für Licht und für die Erzeugung von Strom über einen kleinen Generator. Mit dem Holzvergaserofen wird eine Menge Energie eingespart. Im Vergleich zum offenen Feuer braucht der Holzvergaserofen nur 1 Kilo Holz. Und das offene Feuer verbraucht 5 Kilo Holz. Und das Schöne ist, am Ende bleibt noch Holzkohle übrig, die noch wiederum für andere Zwecke eingesetzt werden kann. Die Kochkiste ist auch aus Omas Zeiten bekannt. Und zu den Zeiten, in denen in Europa oder auch in Deutschland viel Not geherrscht hat, wurde das Essen auf dem Feuer nur angegart und dann im Federbett oder in der Kochkiste zum endgültigen Garen abgestellt. Das bedeutet, kurz angegart und 2-3 Stunden später sind die Kartoffeln, sind die Linsen, sind die Erbsen, Bohnen und das gesamte Gericht fertig. Und das ist eine gute Methode, um auch im Himalaya Energiekosten einzusparen. Warum gerade eine Spendenaktion für Tibet? Gerade in diesen Zeiten, wo es genug Probleme auf dieser Erde gibt, siehe Gazastreifen, Ukraine, in Syrien. Warum machen wir eine Spendenaktion für Tibet, Heiner? Die berechtigte Frage, warum eine Spendenaktion für Tibet, lässt sich relativ gut beantworten. Tibet hat all die Krisen vor vielen Jahren hinter sich gebracht und die dort lebenden spirituellen Menschen und auch Kloster und Mönche sind in der Lage, zu dem Weltfrieden sehr viel beizutragen und deren Meditationen hilft sicherlich energetisch uns auf dieser Welt weiter. Die vielen Pujas und die vielen Gebete und Meditationen, die
von denen Menschen dort durchgeführt werden, haben garantiert eine Auswirkung auf all das, was uns heute in solch einer starken Krisenform begegnet. Die Menschen, die von 4 bis 6 am Morgen oder auch länger am Tag meditieren, brauchen ganz unbedingt so Kleinigkeiten wie einen Biomaler, um deren Gesundheit aufrechtzuerhalten und schwerwiegende Krankheiten von ihnen abzuwenden. Insgesamt gesehen macht ein solch kleiner Biomaler doch einen ganz großen Unterschied, denn im November, wenn die religiösen Veranstaltungen stattfinden, wird ja dieser Biomaler, der dort entsteht, und auch das, was wir an Biogas und an anderen Energiesparmaßnahmen vorhaben, einer großen Anzahl von Menschen zugänglich gemacht. Vor dem Hintergrund ist die Spende in Tibet zu diesem Zeitpunkt unbedingt angebracht und wird uns allen sehr viel Freude bereiten und auch weiterhelfen, den Menschen in dieser Region am Energiesparen und an der Gesundheitspflege zu helfen. Die Gedanken, die wir hier haben und alles das, was wir tun, soll sich wie eine große Welle fortsetzen. Wir bieten ja hier eine Hilfe zur Selbsthilfe an, mit ganz einfachen Mitteln, die jeder Mensch durchführen kann. Es ist wirklich an der Zeit, dass wir nicht mehr darüber reden, etwas zu tun, sondern dass wir anfassen und selbst etwas machen. Und genau das, Hilfe zur Selbsthilfe und nicht reden, sondern tun, ist das, was wir erreichen möchten.